Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und in diesem Video wollte ich euch mal kurz zeigen, welche Seite ich hauptsächlich nutze, um an die neuesten Coins zu kommen bzw. an die neuesten Projekte, in die auch die großen Venture-Unternehmen investiert sind. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund die Seite CryptoRank. Und hier sind jetzt alle bzw. viele Venture-Unternehmen aufgelistet, die eben in so kleine Startup-Projekte investieren. Und warum nutze ich jetzt genau diese Seite? Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund, weil hinter diesen Venture-Unternehmen Leute sitzen, die sich 24 Stunden am Tag bzw. alle Arbeitsstunden am Tag damit beschäftigen, die neuesten Projekte zu analysieren, herauszufiltern, welches die besten sind und dann dementsprechend über das Unternehmenskapital in diese zu investieren. Und das ist meiner Meinung nach eben hier die beste Seite, um nachzuvollziehen, wo sind die Übereinstimmungen, in welche Projekte sind viele dieser Venture-Unternehmen hier investiert und wo liegt möglicherweise ein Golden Gem, also so ein kleiner Diamant, der mir auch mal ruhig in 20x, in 30x oder aktuell im Bärenmarkt, bis wir wieder im Bullenmarkt sind, vielleicht sogar in 100 oder 200x gibt. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz mit euch über die Seite gehen und habe die drei größten jetzt mal verglichen bzw. geöffnet. Ihr seht hier, das ist Alameda Research, Multicoin Capital und Fundamental Labs. Das sind die aktuell nach dem Market Cap größten Venture-Unternehmen, die eben hier in diese kleinen Startups investieren. Wir sehen dann hier hinten, wie erfolgreich die Investitionen waren. Und wenn wir das hier hinten mal anschauen, dann sehen wir hier die Erfolgsquote dieser Investitionen. Da wir natürlich aktuell im Bärenmarkt sind, haben wir, glaube ich, hier kaum eine Quote über 30%. Hier zum Beispiel Three Arrows Capital hat jetzt hier über eine 30% Quote, aber das natürlich nur vereinzelt vorzufinden, da in einem Bärenmarkt aktuell auch sehr, sehr viele Projekte einfach so direkt vom Start weg sterben und nicht so viele übrig bleiben. Deswegen ist es aktuell sehr, sehr schwierig, die neuesten Projekte zu finden. Aber wenn man sie findet und diese Projekte überleben und dann in den Bullenmarkt kommen, dann ist hier eben massives Upside-Potenzial vorhanden. Ich habe jetzt mal die ersten drei Venture Capital Unternehmen hier geöffnet. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das hier ist jetzt zum Beispiel Alameda Research, der größte dieser drei. Und was ich hier in diesem Fall dann eben gerne mache, ist das Ganze nach Market Cap absteigend zu sortieren. Also wenn wir hier einmal draufklicken, zum zweiten gehen, hier ebenfalls einmal draufklicken und dann zum dritten gehen und ebenfalls einmal das Ganze absteigend nach Market Cap sortieren und dann suche ich mir immer Übereinstimmungen raus. Also ich will Projekte, wo alle überzeugt sind, wo alle ihre Analyse gemacht haben und wovon alle anscheinend überzeugt waren, da sie ja sonst nicht investiert hätten. Und das mache ich in der Regel mit den ersten 10, mit den ersten 20 Venture Capitals. Das kostet natürlich einen Haufen Zeit. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht auf CoinMarketCap und analysiert jedes einzelne Projekt, um herauszufinden, ob es einen fundamentalen Wert hat, ob es eine Utility hat, ob es wert ist, in dieses Projekt zu investieren. Und hier machen diese Venture Capital Unternehmen eben schon die Arbeit für euch und ihr müsst nur noch vergleichen, wo sind die Übereinstimmungen. Das gibt euch natürlich keine 100% Erfolgschance, das sollte euch auch bewusst sein, aber ich denke auf jeden Fall eine höhere Erfolgschance, wie wenn ihr alleine euren Research macht. Wenn ihr eh schon ein Projekt auf dem Schirm habt, dann könnt ihr das beispielsweise hier auch abgleichen. Ihr könnt euch von den ersten 20, beispielsweise auch von den ersten 50, wenn ihr das machen wollt, die Projekte anschauen, in die sie investiert haben und dann schauen, ob mehrere dieser Venture Capital Unternehmen eben in dieses eine Projekt investiert sind, in das ihr vorhabt zu investieren und ob das für euch eben ein lohnenswertes Investment wäre. Ich will das Video auch gar nicht zu lang halten, das soll es auch eigentlich schon zu dieser Seite gewesen sein. Wie gesagt, eine sehr gute Hilfe, um aufstrebende Projekte bzw. Startups jetzt vor allem im Bärenmarkt zu picken und diese dann mit in den Bullenmarkt quasi zu reiten, hier jetzt vielleicht mit Dollar-Cost-Average-Effekt reinzugehen, langsam immer wieder, je nachdem wie viel Kapital ihr natürlich zur Verfügung habt, hier rein zu investieren und dann eben die Ernte im Bullenmarkt zu ziehen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Seite, gerne damit unten in die Kommentare. Wenn es euch einen Mehrwert geboten hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.